Das FIFA-Beben. Sepp Blatter ist zurückgetreten. Wer wird seine Nachfolge und wie es weitergeht bei der FIFA? Das versuchen wir herauszufinden jetzt bei Thema. Und damit herzlich willkommen zu Dercho TV Thema am heutigen Feiertag. Ja, ausnahmsweise mal an einem Feiertag, nachdem ich ja so oft mal versprochen habe, dass ich an einem Donnerstag, wenn Feiertag ist, mal eine Themasendung rausbringe. Diesmal ist es passiert. Und dieses Mal ist es wirklich passiert, womit man ja eigentlich ja nicht gerechnet hat. Und zwar nämlich mit dem Rücktritt. Einen Moment, ich muss mal mein Mikrofon besser machen, ist ein bisschen zu weit oben. So, jetzt ist, glaube ich, viel besser. Ich glaube, vorne hat man mich wohl bestimmt nicht verstanden. Und zwar nämlich um den Rücktritt von Sepp Blatter als FIFA-Präsident. Es ist wirklich passiert. Am Dienstagabend ist der 79-Jährige vor die Presse gegangen und hat gesagt, dass er nur 4 Tage nach seiner Wiederwahl zurücktreten wird. Viele haben das natürlich falsch verstanden, haben wir wohl gedacht, ach, doch keine 4 Jahre. Andere hingegen haben sich wohl dann so gedacht, das ist doch wohl ein übler Scherz. Sepp Blatter bleibt vorerst noch weiterhin im Amt, bis ein Nachfolger gefunden wurde, beziehungsweise eine neue, sagen wir mal, eine neue Konferenz dann geladen wurde, wo die natürlich dann auch wie am Freitag einen Nachfolger wählen. Solange wird das natürlich dauern. Das operative Geschäft übernimmt Domenico Scala, aber Sepp Blatter bleibt weiterhin als FIFA-Präsident im Amt. Viele vermuten natürlich, ja, man wird keinen finden. Blatter bleibt weiterhin im Amt. Das wäre so ein bisschen komisch, wie wenn in Deutschland Angela Merkel zurücktreten würde und sagen, jetzt kann nur die Merkel machen, dann soll sie es machen, bis sie ins Gras beißt. Wäre auch ein bisschen komisch. Nun muss man natürlich auch sagen, dass es auch lange dauern wird, bis man alles vorbereiten muss, um natürlich wieder alle Nationen der Fußballnationen und Verbände zusammenzusetzen. Spätestens im März 2016, frühestens im Dezember 2015, also im Dezember Ende dieses Jahres. Das wird natürlich lange dauern, aber es wird natürlich auch dementsprechend so sein, dass auch Sepp Blatter vielleicht eventuellerweise Dreck am Stecken hat. Denn man vermutet auch, dass er von einigen Korruptionsvorwürfen natürlich weiß, gegenüber auch seines Generalsekretärs Jerome Falk, der ja natürlich auch diverse Schmiergelder anscheinend an diverse Funktionäre von anderen Fußballverbänden überwiesen hat. Und außerdem soll es natürlich auch feststehen oder soll es natürlich auch heißen, dass beispielsweise im Zuge der FIFA-WM 2010 in Südafrika es auch Schmiergeld gab, damit Südafrika die WM bekommen sollte. Ob natürlich auch Deutschland damit noch dabei sein sollte oder natürlich auch Frankreich bzw. sonstige, wie soll man sagen, WM-Vergaben, das weiß man noch nicht und das wird wohl bestimmt auch noch nicht so schnell sein. Die Frage ist einfach nur, wer soll Sepp Blatter, also Josef Blatter, beerben? Und das ist natürlich auch eine große Frage. Es stehen viele im Raum. Einer zum Beispiel ist der Präsident des Europäischen Fußballverbandes der UEFA, nämlich Michel Platini. Aber er selbst und Sepp Blatter sind ja geradewegs nicht die besten Freunde und gehen auch nicht jeden Tag frühstücken miteinander, sondern sind eher so die besten Feinde, kann man sagen. Und auch als damals Blatter noch Generalsekretär war, bevor er natürlich FIFA-Präsident wurde, hat er Platini unterstützt, damals auch noch als Platini in seiner Rolle als Chef des WM-Organisationskomitees für die WM 98 in Frankreich. Auch natürlich sehr unterstützt hatte, als dann Platini natürlich Präsident wurde, war er natürlich dann auch noch der Berater von Sepp Blatter und vieles mehr, auch Mitglied im Exekutivkomitee und wurde ja dann 2007 zum UEFA-Präsident des Europäischen Fußballverbandes. Und er schlug natürlich dann dabei auch noch den Erzfeind von Sepp Blatter, Lennart Johnson, bei der Abstimmung. Nun ist jetzt nicht Jonathan der Erzfeind von Blatter, sondern Platini. Platini selbst denkt überhaupt nicht darüber nach, FIFA-Präsident zu werden. Er hat nämlich selbst natürlich dazu gesagt, der 59-Jährige, es ist schon anstrengend genug, ständig in die entlegensten Winkel Europas zu reisen, aber da gibt es meistens abends noch einen Rückflug. Schauen Sie sich dagegen mal die Reisepläne eines FIFA-Präsidenten an. Und er selbst sagt natürlich, okay, ich habe Geld, ich habe Einfluss, ich habe auch Macht.
beziehungsweise eine gute Karriere. Und ich tue es ja nicht nur für die Karriere, also ich tue es auch nicht nur zum Spaß. Es ist natürlich auch mein Ernst, den europäischen Fußball auch weiter voranzubringen. Und wenn man 300 Tage im Jahr nur in einem Flugzeug sitzt und reist, dann hat man natürlich keinen Bock, 365 Tage als FIFA-Präsident dauernd durch jedes Kontinent, durch jeden Kontinent, durch jede Länder zu reisen und natürlich zu sagen, wollt ihr bei der FIFA dabei sein oder nicht? Das ist natürlich auch schon so eine große Sache. Somit spricht einiges gegen Michel Platini als Nachfolger von Sepp Blatter, aber es gibt natürlich auch geradewegs nicht so Leute, die natürlich nicht nur in der FIFA einen Posten haben, sondern vielleicht auch außerhalb. Die natürlich bei der FIFA einen Posten hatten, wie beispielsweise der einzigste Herausforderer vom Freitag, ne, nämlich Prinz Ali bin Al-Hussein aus Jordanien kommt er, ne? Der Jordan, aus dem Jordanien? Aus dem Jordanien, aus Jordanien. Der war nämlich auch ehemaliger FIFA-Exekutiv. Komitee-Mitglied, also ehemaliges FIFA-Exekutivmitglied und auch natürlich Ahmad Al-Sabah aus Kuwait nämlich, der wäre auch eine gute Möglichkeit als Nachfolger, denn er ist erst seit April im Exekutivkomitee der FIFA und ist dementsprechend aber auch nicht so, sagen wir mal, viele Kritiker würden natürlich sagen, so korrupt wie natürlich einige andere natürlich. Auch DFB-Präsident Wolfgang Niersbach ist jetzt seit Freitag im Exekutivkomitee. Und Ahmad Al-Sabah wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, denn der kennt sich mit Machtspielchen aus. Der 52-Jährige war langjährig Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee, die natürlich entscheiden, wer die Olympischen Spiele kriegt und natürlich auch im Olympischen Rat Asiens. Aber natürlich durch einige Kritiken, wie zum Beispiel, dass zwei Politiker gemeint hätten, er würde einen Staatsstreich planen, kommt er wohl wahrscheinlich dann auch doch nicht so in Frage und wäre damit vielleicht aus dem Schneider. Ob es natürlich dann Prinz Ali bin Al-Hussein wird, wissen wir auch nicht. Oder natürlich der Scheich aus Kuwait, das kann man nicht genau sagen. Ein dritter Lachender wäre aber wahrscheinlich wohl Luis Figo. Ja, der ehemalige Weltfußballer und portugiesische Nationalspieler. Er hätte natürlich auch eine Chance. Wollte natürlich auch jetzt bei der diesjährigen, beim diesjährigen Komitee, also beziehungsweise Wahl, sich auch zur Verfügung stellen. Aber er hat natürlich selbst auch noch gesagt, ich stehe erst wieder zur Verfügung, wenn nachgewiesen ist, dass die FIFA keine Diktatur ist. Naja, der Diktator, wie er es wahrscheinlich wohl bezeichnen würde, nämlich Isa hier, Sepp Blatter, ist ja zurückgetreten. Somit könnte man natürlich auch sagen, okay, Figo wäre eine Möglichkeit. Aber es spricht sich natürlich auch viel dafür. Er hat gute Verbindungen in den asiatischen Raum und eine vielversprechende Basis. Aber ob man natürlich sagen kann, ob er der lachende Dritte ist und dann auch in Wahrheit wirklich der lachende Dritte, das wird man natürlich dann wohl noch später herausfinden. Ein paar Jahre hat der 42-Jährige noch, ein lupenreines Image aufzubauen. Natürlich hat er auch sowieso, muss man auch natürlich sagen. Aber es ist natürlich auch zu sehen, dass er im Bereich Sport, Politik geradewegs, sagen wir mal, in Nerdsprache ein Noob ist. Also sprich, keine Ahnung so richtig davon hat. Und das ist unwahrscheinlich eher. Aber eigentlich wäre auch die beste Übergangslösung, nämlich, so schreibt es beispielsweise Spiegel Online, den Artikel verlinke ich euch unten, Alexandra Vraag. Die Kanadierin ist nämlich die Antikorruptionsexpertin und beriet auch schon Unternehmen in mehr als 100 Ländern. Und an der FIFA ist sie schon mal gescheitert, als Blatter selbst noch Vraag engagiert, um den Vorsitz des Schweizer Marc Piet beim Erstellen eines Korruptionsberichts zu helfen. Dort natürlich dann, sagen wir mal, dabei zu sein. Wrag stieg dann frustriert aus. Aber das wäre natürlich auch vielleicht eine gute Sache. Sie sagte selbst, die FIFA-Bosse ließen lediglich kosmetische Verbesserungen und ohne echte Veränderungen zu. Ging wohl auch so bei dem Korruptionsbericht als auch bei anderen Sachen rein. Und es würden nur Liegestühle auf der Titanic umgruppiert. Und nun hätten Leute wie Vraag auch eine neue Chance, denn der Kapitän der Titanic bzw. des Schiffes namens FIFA ist von Bord gegangen. Und natürlich stellt sich auch dann die Frage, was wird mit der WM-Vergabe 2018 und 2022? Die wurden ja dementsprechend ja auch schon nach Russland und Katar vergeben. Am kritischsten wird ja Katar gesehen. In Russland wird man sagen, ja, okay, da kann man spielen. Aber in Katar, wo es im Sommer
das wir jetzt hier so langsam kriegen, 50 Grad warm ist und stattdessen in Russland wahrscheinlich 20 Grad im Sommer ist. Das ist dann eher nichts zu sagen. Da wird man wahrscheinlich noch ein bisschen frieren. Für die Russen ist es Sommer, aber für in Katar, das ist natürlich auch dann immer größer geworden. Auch die Kritik so generell, wie auch dort die Menschen behandelt werden, die ja die Stadien bauen sollen. Da muss man sich natürlich auch viel fragen. Gestern beispielsweise, falls ihr das Medienmagazin ZAPP kennt, da ging es auch natürlich darum, dass die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland, also ARD und ZDF, die ja die Fußballrechte für beide WMs jetzt, die beiden kommenden WMs, 2018 in Russland und 2022 in Katar haben, sich natürlich auch dafür einsetzen sollen, die Rechten abzutreten. Natürlich ist klar, es geht auch um viel Geld, denn man macht das nicht zum Spaß, um zu sagen, ja, nee, dann zeigen wir es nicht, wenn wir nicht wissen. Aber natürlich muss es auch feststehen, für viele steht es auch fest, auch wenn es, sagen wir mal, dafür geradewegs nicht hundertprozentige Beweise gibt, dass die Vergabe natürlich korrupt verkauft wurden, so muss man das ja eigentlich sagen. Dann müsste natürlich ARD und ZDF sich darüber überlegen, ob man das überhaupt macht oder auch nicht. Aber natürlich müsste auch erst ein neuer Präsident dafür dann auch sorgen, um das Ganze natürlich zu überprüfen und das natürlich um ihn rein um den Präsidenten der FIFA, des neuen Präsidenten der FIFA, auch natürlich viel Sauberes natürlich herrscht. Es stellt sich natürlich dann auch die Frage, ob beispielsweise bei den letzten Weltmeisterschaften wie Brasilien, Südafrika, Deutschland, Japan, Südkorea, Frankreich natürlich und in den USA auch Schmiergeld geflossen ist, beziehungsweise Schwarzgeld, so ungefähr kann man das sagen. Das wird man natürlich dann auch noch sehen. Und natürlich der umstrittene Bericht, der ja nicht richtig veröffentlicht wurde, zu den Korruptionsvorwürfen Russland und Katar, die WM-Vergabe 2018, 2022 dann zu vergeben, ob da überhaupt dann auch noch was dran ist. Wer sich natürlich darüber freut, dass der Blatter weg ist, nicht nur seine Kritiker oder seine Feinde, sondern auch die Sponsoren. Denn die hätten natürlich beispielsweise ja, noch einen Stein des Anstoßes bringen können, um Sepp Blatter vom Thron zu stürzen. Und da haben natürlich auch die Top-Sponsoren, wie natürlich Coca-Cola oder natürlich Adidas oder auch McDonald's, natürlich selbst noch gesagt, da müssen Reformen her und wir begrüßen das Ganze, wenn Sepp Blatter oder wenn es einen neuen Präsidenten der FIFA gibt. Das ist jetzt passiert, Sepp Blatter ist weg und viele haben natürlich auch sich darüber gefreut. Auch Adidas, die haben nämlich geschrieben, die Nachrichten sind ein Schritt für die richtige Richtung und Adidas stellt ja seit 1970 ununterbrochen ja den Fußball für die Weltmeisterschaft her. Und auch McDonald's hat natürlich sich dazu geäußert, die Vorwürfe von Korruption und fragwürdigem Verhalten in der FIFA haben das Spiel überschattet. Wir hoffen, dass die Veränderung ein großer erster Schritt für eine Reform der Organisation sein werden. Die ersten großen Reformen, das kann man ja schon auch so sagen, sollen ja beispielsweise auch die Vergabe von Weltmeisterschaften sein, dass es dort auch große Veränderungen geben soll, dass dann natürlich dort heißen soll, dass es dort auch direkt verhindert werden soll, wo Geld fließen soll, wo nicht und wie und so weiter und so fort. Ob das natürlich dann auch wirklich so lupenrein funktionieren wird, das wird man natürlich noch sehen. Natürlich hat auch viel, viel Druck natürlich von den Top-Sponsoren auch gesorgt, dass ja die Korruptionsvorwürfe oder die neuerlichen Skandale, denn letzte Woche hat das ja ganze, sagen wir mal, die Spitze des Eisberges waren ja die Verhaftungen von 7 FIFA-Funktionären letzte Woche Mittwoch in Zürich und das hat ja auch die Wiederwahl von Sepp Blatter überschattet und wohl deswegen, weil ja auch anscheinend das US-Justizministerium, die ja natürlich dafür, die das ja beauftragt hat, diese Funktionäre festzunehmen, das wohl auch vermutet wird, dass Sepp Blatter auch was weiß oder auch davon betroffen ist. Spannung, Spannung. Wir werden es erfahren. Auch Visa, die Kreditkartenfirma, hatte letzten Donnerstag schon gedroht, ihr Sponsoring umzudenken. Vielleicht sogar zu sagen, okay, wir unterstützen die FIFA nicht mehr bei ihrem Sponsoring für die WM. Und auch Hyundai, der südkoreanische Automobilhersteller, übte auch harte Kritik. Und trotzdem ist natürlich da auch viel, um die Lage dann auch genau zu beobachten. Auch der russische Energiekonzern Gazprom, der ebenfalls zu den ständigen Marketingpartnern der FIFA gehört, kündigte an seiner Unterstützung festzuhalten. Muss man natürlich auch so sehen, dass ja auch Russland gesagt hat, es ist gut, dass FIFA-Präsident, dass Sepp Blatter weiterhin FIFA-Präsident ist. Das kam ja auch direkt vom russischen Präsidenten Wladimir Putin und Gazprom gehört ja zum russischen Staat. So muss man das auch nehmen. Wenn wir mal aber generell erstmal zu den Milliardeneinnahmen kommen würden, dann weiß man auch ganz genau, dass ja auch bei der FIFA sehr viel Geld auch durch Sponsoring kommt. Natürlich das meiste unter anderem ist, glaube ich, so 260
Millionen. Unter anderem natürlich auch durch, oder ich glaube ein bisschen mehr, ich weiß die Zahlen nicht mehr von gestern. Ihr müsst euch mal den Medienbericht bei Zapp angucken. Wenn ich den finden sollte, verlinke ich den unten in der Videobeschreibung, so auch den Artikel zu den ganzen Sachen hier. 1,6 Milliarden Dollar gab es von 2011 bis 2014 durch die Sponsoren in der Finanzperiode. Das entsprach ein Drittel der Gesamterlöse und Blatters Rücktritt dürfte natürlich dann auch die Sponsoren unter anderem auch beruhigen. Und Visa teilte unter anderem auch natürlich mit, dies sei ein wichtiger erster Schritt, um das öffentliche Vertrauen wieder aufzubauen. Und damit hat man auch gezeigt, dass der Rücktritt, die FIFA eingesehen hat, dass fundamentale Reformen notwendig seien. Also unter anderem die erste große Reform, ein neuer Präsident muss ja die zweite große Reform unter dem Präsidenten der FIFA, muss alles erneuert werden. Und viele wollen natürlich auch, dass die FIFA zerschlagen wird. Nur wie wollen wir dann eine Weltmeisterschaft machen? Wie will Deutschland dann in 3 Jahren seinen Titel verteidigen? Ja, das ist natürlich auch wieder eine große Frage. Aber natürlich geht es ganz weit oben natürlich um Transparenz, um Integrität und auch um Fair Play. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch hinter den Kulissen, wo nicht nur die Geldkoffer und die Handschellen, nicht nur wo die Geldkoffer klicken sollen, sondern es werden wohl dann auch demnächst die Handschellen klicken. Und wenn dann sogar auch noch für einen ehemaligen Präsidenten namens Sepp Blatter. So viel dann dazu, was wir auch natürlich noch sagen konnten. Dieses Thema ist jetzt natürlich kurzfristig mit eingebunden und sollte es natürlich mehr Informationen darüber geben, wer natürlich und wann natürlich das Ganze stattfinden soll. Spätestens ja erst im Dezember soll es ja eine Neuwahl geben des FIFA-Präsidenten. Wer sich natürlich zur Wahl stellen will und wer natürlich große Chancen hat, außer Michel Platini, was ich ja selbst auch, sagen wir mal, als eigene Meinung auch vermute, dann könnt ihr uns natürlich weiterhin verfolgen. Facebook, Twitter und natürlich auch die Homepage www.derchotv.wordpress.com. Da gibt es natürlich auch alle Infos. Folgt mir auf Twitter. Selbstverständlich, auch dort gibt es die aktuellsten Meldungen, selbstverständlich. Und natürlich auch noch vieles, vieles mehr. Alle Videos und natürlich auch das Video zu letzter Woche, wo wir natürlich, so sagen wir mal, oberflächlich auch noch ein bisschen das Thema FIFA-Korruption angekratzt haben, gibt es auch auf dem YouTube-Channel natürlich auch nochmal zusammengefasst in einem Artikel auf der WordPress-Seite. Und für die, die nochmal natürlich gerne den YouTube-Channel sehen wollen, unten ist es nochmal eingeblendet, deswegen nochmal als kleine Information. Das war's von Thema für diese Woche. Nächste Woche selbstverständlich, wie immer, der Echo TV-Thema zu einem bestimmten Thema. Wahrscheinlich der Webvideopreis. Ich werde nämlich wenn der verliehen wird, am 13. Juni, also Samstag in einer Woche, werde ich vor Ort sein. Mal gucken, ob ich dann natürlich dort einige Impressionen mitbringen kann. Davor wird es dann natürlich ein Thema dazu geben. Das schwirrt jetzt in meinem Kopf, ob es in der nächsten Woche auch so sein wird. Hängt von der Aktualität ab. Hoffen wir mal nicht, dass nächste Woche wieder FIFA das große Thema ist. Dabei wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, einen schönen Feiertag und wir sehen uns dann morgen bei Update Politik wieder mit aktuellen Politikmeldungen und was ganz Neuem bestimmt. Bis dahin, tschüss.